Besessen von Leichen, Ninix. Ey, was ist denn heute mit euch? Warum denn nur? Lasst die da drin. Ich sag dir, lasst die in ihren Gräbern. Nö, er wird ausbuddeln. Musst du ausbuddeln. Hilft ja nix. Trick Känguru. Esstisch? Esstisch. Garantiert Esstisch. Hansa-Fan freut sich. Liegt Hansa halt da, ne? Weißt du, Hansa sitzt hier so am Esstisch, schlürft so gerade seine Suppe, kommt Ninix rein und legt erstmal ein Skelett auf den Tisch und sagt, ja, da hast du es. So, meine Lieben, beginnen Probleme. Möglicherweise. Ach, Hansa. Wo ist Maruko gerade? Entfernt Dreck. Starte kollektive Feier, nee, beerdige den mal. War das der Einzige oder läuft dir nichts weiter rum? Besser als mich wieder ausbuddeln. Das stimmt, Bloodcat, ne? So. Die fackelt ein bisschen. Die Reisenden sind aber auch durchgerannt, ne? Die haben auch keinen Bock auf uns gehabt. Sammlest da hinten? Was machst du da? Ach, Holz! Guck an! Schön! Na, wen haben wir denn da? Einen Truthahn. Das ist nicht dein Tag, Freund. Dem Gaming Moinsen, Hallöchen! Ich sehe da kein Problem. Robots, vielleicht. Ein Luchs wurde zahm. Er kann sich wehren. Rette den Flüchtling namens Lee, kontaktiert dich aus der Nähe. Piraten der Fraktion, die Organfresser, machen Jagd auf ihn. Er fleht um Hilfe und bietet dir an, sich in Zwerghain anzuschließen. Wenn du annimmst, wirst du gegen die Verfolger kämpfen müssen. Die Piratengruppe besteht aus 3 Plündererschlägern. Lee ist zu aufgeregt, um mehr Informationen preiszugeben. Wir wissen nicht, was er kann. Der dritte Stream, ja. Das ist der dritte Stream mit dem neuen DLC. Nehmen wir ihn an? Oder nehmen wir ihn nicht an? Denkt dran, es kommen 3 Schläger. Das könnte eine harte Nummer werden. Du machst sie fertig! Triton sagt auch ja. Ist gut. Selan ist auch dabei. No risk, no fun. Das stimmt allerdings. Zwanski regelt. Das ist richtig, ne? Also Zwanski ist echt mächtig mittlerweile. Okay. Wir nehmen ihn an. Machen aber sofort danach Pause, um Senra zu vergeben. Es muss ja auch um was gehen, Chat. Und den Lux, den werden wir auf jeden Fall gucken. Können wir mit dem irgendwas anfangen? Können wir den trainieren? Dann wird er zu Salami. So. Ja, stimmt. Wir haben ja die Sturmsoldaten noch. Die schließt sich an. Gut, meine Lieben, dann sage ich mal Senra. Also denkt dran, mutiger Krieger, gut geübt im Fernkampf, aber noch stärker im Nahkampf, interessiert sich für Kochen, Tiere und aber auch für den ein oder anderen Forscherdrang auszuleben. Das ist nicht schlecht. Er ist Anhänger des Zwergismus, also ein Vollblutzwerg, ja. Und ich würde vorschlagen, Senra wird nicht als Senra bei uns bekannt, sondern aber, und das ist jetzt die Frage, als Bloodcat! Bloodcat hat es wieder geschafft, in die Kolonie zu kommen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Bloodcat, willkommen in der Kolonie. Und da kommen sie schon. Da sind sie. Wir haben hier Streitkolben am Start. Ich hoffe, die greifen jetzt nicht sofort an. Wo ist Lee gerade? Lee läuft nämlich noch denen davon. Hier sind 2 Bären, das könnte gut werden. Die sortieren sich erstmal. Wir warten aber, bis Lee in der Base ist. Und sich erstmal ausrüstet. Behandelt Jack. Warte mal kurz, bevor du das machst, nimm erstmal eine Waffe. Haben wir hier noch eine schöne Waffe? Hier eine schöne Maschinenpistole. Damit ist das Leben doch gleich viel einfacher. So.
Dann machen wir Folgendes. Wir werden jetzt erstmal hier angeben, was zu tun ist. Bettruhe auf jeden Fall, Hilfsarbeiten, ja. Tierpflege auf 2. Das wird unser Tierpfleger und beziehungsweise 2, 3, 1. Kein Bergbau, keine Kunst. Reinigen auf 4. Und Kunst auf 4. Lee wird Künstler. Was ist Lee? Blutiger Spiritismus. Ich habe jetzt Spiritismus gelesen. Dass mir, das ist ein Spritti. So, okay, meine Lieben. Wie dem auch sei, der Kampf wird beginnen. Und er wird blutig werden. Sie kommen nämlich. Unsere Kolonie hat sich gerade zur Tagruhe um Mittag gelegt. Es ist gerade Siesta. Aber das macht uns gar nichts. Wir schicken unsere Leute hier erstmal in das Getümmel. So, Lee kommt hier mit der Maschinenpistole, auch dürfte sich auch natürlich ganz weit vorstellen. Bloodcat, andere Maschinenpistole. Wir haben jetzt hier 3 schöne Schützen mit Maschinenpistolen am Start. Und jetzt kommen natürlich dann noch die, ich sag jetzt mal Kämpfer, die auch mal einen weiteren Schuss wagen können. So. Okay. Überflute den Zielbereich mit Wasser, um Brände zu löschen. Das machen wir vielleicht noch. Okay. Meine Lieben, da kommt keiner mehr. Sagen wir mal, sie hatten keine Chance, die Armen. Das war relativ mächtig. Aber geregelt hat an der ganzen Stelle wieder, und das muss man wirklich sagen, geregelt hat Swansky. Die Psi-Fähigkeit von Swansky ist mittlerweile, gehört zu, ich sag jetzt mal, den stärkeren Dingen im Leben. Was macht Hansa-Fan da gerade? Konsumiert. Wir haben nichts zu beißen. Chat. Wieso denn nur? Schickt die Mannen raus. Wir brauchen Essen. Zur Not gibt's auch einen Eichhörnchenspieß noch. Auf geht's. Alle bringen jetzt was zu beißen mit heim. So, Swansky, kannst du schon wieder? Nee. Wie schaut's hier oben aus? Bei ihm hier? Ah, 5,6% noch. Der Kannibalismus fängt an, ja. Vor allem bei denen, die religiös eh schon veranlagt sind zu Kannibalismus, die werden halt noch gleich viel mehr. Ne? Bei denen ist noch viel schlimmer. So, aber die Ballerei, ich höre sie bis hier. Das Tal wird überschattet. Musst öfter jagen gehen. Ja, wir haben bald Reis. Also es ist nicht mehr lange hin. Wir müssen jetzt nur noch einmal überbrücken und dann gibt es endlich mal frisches Essen. So, Swansky. Schlachtet Kreatur. Das ist eine gute Idee. Waffenhändler. Ja, nice. Ja, das Feuer hier wird gerade ein bisschen unangenehm. Wo ist Swansky? Kommt rein. Braucht mehr Material. Ja, das muss jetzt, wird jetzt gleich. Swansky, kümmere dich drum. Es kommt jetzt nach wie vor, kommt immer mehr rein. Aber die Leute haben massiv Hunger. So. Was die wohl denken. Wer ist denn gerade noch in der Kolonie? Bloodcat. Fang die mal ein, bitte. Die haben Hunger. Jeder hat Hunger. So, pass auf, wir versuchen nochmal mit denen Essen zu handeln. Die haben zwar nur Waffen eigentlich, aber wer weiß.
Und er kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit nicht richtig sprechen. Ja, gut, das kann mal passieren. Das holen wir auf jeden Fall. Knüppel kann weg. Was haben die noch? Autoschrotflinte. Impulsgewehr. Ah. Ha. Das ist schon mächtig, ne? Aber kann man nichts machen gerade. Nee, der hat eigentlich nur Schrott dabei, ne? Aber wir kriegen halt 15 mal gute Medizin, das nehmen wir auf jeden Fall. Ja, wir kriegen das gleich hin. Die Jäger kommen mit Sicherheit hoffentlich mit essbarem Heim. Zu dem ein oder anderen Wildschwein möglicherweise. Hansa-Fan ist verwirrt. Er läuft verwirrt umher. Das haben wir zu lang ignoriert, ne? Seuche bei der Kuh. Das ist eine gute Frage. Seuche schwer. Aber ist gut behandelt. Ninix ist, sagen wir mal, schwierig unterwegs. Rette Ninix. Wie geht's, Ninix? Beginnende Lebensmittelvergiftung, okay. Kümmer dich. Das ist eine Party. Hitsche feiert eine Party. Niemand hat was zu essen, aber Hitsche gibt erstmal die Party zum Besten. Okay, das läuft. Wenn jetzt keiner von denen was sich zum Essen gönnt, könnten wir hier... Ein Zwerg, ja, was essen. Gamer, dankeschön für dein Prime Resub im dritten. Haus mal einen raus, das ist wunderbar. Vielen lieben Dank für den Support, ey. Gerne Ausrufezeichen, Hype in den Chat, lass die Herzen regnen. Party wurde abgesagt. So, jetzt gibt's endlich mal richtiges Essen wieder. Nach Wochen, meine Lieben, nach Wochen. Wir werden trotzdem die Jagdtruppen weiter raussenden. Wie schaut's hier aus? Bereit zum Ernten. Ja, Ninix geht's richtig dreckig, ne? Können wir da irgendwas machen? Kann vielleicht Bloodcat was machen? Nee, Sammler ist mal nicht. Versorg den mal bitte. So. Pflanzen ernten, ja. Also es müsste jetzt eigentlich dann die Erntezeit auch wieder losgehen. Wir werden das hinbekommen, sobald das mit der Ernte läuft. Forschung läuft, machen sie immer so ein bisschen, aber wir haben halt keinen richtig krassen Forscher gerade zur Verfügung. Und außerdem läuft Hansa immer noch verwirrt umher. Ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, was er machen kann gerade. Den Lux können wir doch für gar nichts trainieren, oder? Benötigt Trainierbarkeit Mittel. Naja, gut, da kannst du mit dem nichts anfangen, ne? Trainierbarkeit keine. Entschuldigung! Hurz! Konvertier T. Das könnte was werden. Bekehrt! Na endlich. Er ist Anhänger des Zwergismus jetzt. Und meine Lieben, ich würde sagen, dann fangen wir an, die Rekrutierung zu starten bei T. T. Wo ist der andere hin? Da. Nee, da. Das muss doch er gewesen sein, oder? Oder haben wir ihn versehentlich schon wieder, weißt du? Nee, wir haben ihn versehentlich, ne? Also,
Er hat es nicht geschafft. Der hat es verhungert. Ja, der hat es nicht geschafft. Der ist durch diese Hungerphase nicht durchgekommen. Aber unsere Leute haben nach wie vor auch massiv Hunger. Also von daher, es wird Zeit, dass jetzt die Erntezeit beginnt bei uns. Ninix wird es auch brauchen, dringend. Ninix hat auch Hunger, oder? Ja. Warte mal, Bloodcat ist doch Tierpfleger. Okay. Verrückte Boomrad! Warum? Hier fackelt doch auch noch irgendwas da oben schon wieder. Glück gehabt. Oh, Hundi holt sich da auch was zu beißen, du. So. Zeitplan, Zuweisung. Okay. Zwanski. Ich habe eine Idee. Das wird ein bisschen was bringen, denke ich. Zumindest für den ersten Hunger hier. Und jetzt geht's nämlich auch richtig los. Jetzt hat man gesehen, was hier geht. Lippo! Hallo, Lippo! Ja, wir haben den Einnahme extrem lange bearbeiten müssen und dann hat er es noch nicht mal geschafft. Das war halt wirklich bitter, ne? Sehr gut. Jetzt kommt was zu essen rein, Freunde. Es kommt was zu essen rein. Wir haben Sonnenfinsternis. Geil. Es gibt erstes echtes Essen wieder. Wie geht's Ninix mittlerweile? Der sortiert hier die Pilze. Schön. Helmut, auch dir einen wunderschönen guten Abend und auch Blackwing, na selbstverständlich auch dir. So, hungernde Kolonisten Hansa. Hansa kriegt jetzt aber auch gleich was zu essen. Jetzt kriegen alle was zu essen. Wir haben genug im Lager wieder, dass es reicht. Und das, obwohl jetzt zum ersten Mal nach 2 Jahren wieder eine Ernte da ist. Endlich wieder. Senna, hi. Nach 2 Jahren wieder eine Ernte, meine Lieben. Es ist an der Zeit, meine Lieben. Es ist an der Zeit, endlich jetzt hier mal wieder was Essbares reinzuholen. Komm, Tee. Na, er wird schon langsam. Wir sind gerade mal in 5502, aber 5501 war komplett ein Vulkanausbruch und hat alle unsere Pflanzen verwelken lassen. Und das heißt, wir können jetzt endlich ernten. Nach so langer Zeit. Und es regnet. Das sollte hier diesen ganzen Unfug löschen. Oder auch nicht. Müssen bloß das Zeug nach Hause bringen. Das ist verdammt wichtig, dass das in die Lager kommt.
müsste Dicke reichen, um mit dem, was wir hier anbauen, zumindest ein bisschen über die Runden zu kommen. Endlich. So, Hansa, wie schaut's bei dir aus? Sieht sich Kunst an. Hansa, magst du vielleicht mal was bauen? Magst du nicht? Magst du vielleicht mal Steine bearbeiten? Das wäre doch der Traum, oder? Okay. Besuchergruppe, schön. Ich bin auch sehr froh, dass sich bald mal endlich alle unsere Leute angeschlossen haben. Fertige Mahlzeiten verkaufen, glaube ich, Händler selten. Die nutzen sie meistens komplett selber. Endlich wieder Mahlzeiten, meine Lieben. Endlich wieder Essbares. Schicken wir Swanski mal zur Verhandlung hin. Mal gucken, was die im Angebot haben. Bloodcat pflanzt hier in der Zwischenzeit wieder an. Ah, Überlebensrationen. Haben wir doch was. Medizin kaufen wir immer. Wenn wir können, kaufen wir es ein. Kapuze aus Hundeleder. Ihr seid schon ganz schön arg seltsame Leute. So. Ja, wir müssen die Wege auch bauen. Das ist halt tatsächlich, Hansa-Fan baut die Wege nicht so gerne. Aber jetzt mit den Steinarbeiten, das ist auch super wichtig, damit wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen. Wobei, warum macht Hansa-Fan das eigentlich gar nicht? Weil er aufsehen muss. Aufsehen ist so sein Ding, ne? Er ist auch nicht gut drin. In Handwerk aber eigentlich auch nicht. So richtig guten Handwerker haben wir ja nicht. Wir machen das mal raus. Hansa-Fan wird sich eher der Kunst widmen. Das ist sein Traum. Maruko, du hast das Steinwerkzeug im Blut. Ich spüre das. Der Marmor ist dein. Das muss auch so sein. Außerdem ist Maruko deutlich schneller in der Verarbeitung. Ach, warte mal, wo gehört denn das dazu? Ist das bei Bergbau? Nee. Was ist das für eine Fähigkeit? Hä? Noch Hansa noch die Feldarbeit raus. Das könnte man eigentlich auch machen, dass Hansa das nicht mehr machen muss. Vielleicht macht er dann wirklich Bauarbeiten. Macht er! Jetzt macht das! Ein bisschen zumindest. Okay. Hansa beschäftigt sich viel mit sich selber gerade. Hammer, Hansa. Ach, warte mal, Ninix hat er damals seine Waffe aufgegeben. Der muss erstmal wieder bewaffnet werden. Ist wichtig. Unwürdiges Schlafgemach für Swanski. Ha, das ist ein Problem. Das ist ein Ding. Ja, das sollten wir auch tatsächlich mal lösen. Das Schlafgemach für Hansa, für Swanski. Sawanski. Da müssen wir mal machen. Der kriegt jetzt hier ein etwas größeres Schlafgemach. Als Adelmann. Frau. Hier im Spiel. Mach mal eine etwas größere Wohnstube. Helmut, wir sind Zwerge. Das, was anderes als der Berg kommt für uns gar nicht in Frage. Das ist ja schon eine Frage der Ehre. Hansa, wie geht's dir?
Diese blöden Naniten, ey. Es tut mir so leid. Nenix ist immer noch Prellung. Hansa-Fan machte von seiner rechten Faust Gebrauch, um Nenix zu schlagen. Dabei wurde deren rechter Arm- und Oberarmknochen zerquetscht. Die haben sich geprügelt, die beiden. Hungernde Tiere? Esst halt was. Ich dachte, das wächst schneller nach, aber es tut's nicht. Da sollte eigentlich jetzt ja nur Heu rein, ne? Aber dann packen wir halt uns ein bisschen Reis auch noch rein und sagen Hitsche. Sagen, da wird jetzt lagert erstmal wichtig, ja. Das müsste eigentlich klappen. Und dann schicke ich Savansky nochmal raus. Können wir hier mittlerweile irgendwas ernten? Reis vor allen Dingen wäre halt interessant. Ich dachte, das ist schon fertig. Weil die müssen... Hoppala. Und die brauchen auf jeden Fall auch nochmal so einen Schlafplatz, habe ich so im Eindruck. Wo ist denn das Ding schon wieder? Partyplatz, Moment. Tierplatz. Mal gucken. Das ist natürlich nicht gut. Das reißen wir alles mal ab. Das wird eh nicht fertig gerade. Nitram, das wird. Momentan haben sich unsere Leute ja auch viel um die Ernte zu kümmern. Die Bauaufträge, wir bräuchten halt noch einen richtig guten Baumeister. Das würde helfen. Ah, guck mal. Schön. Nach 2 Jahren ohne Ernte hätte ich auch nur noch Leichen als Bewohner. Wir sind tatsächlich halbwegs durchgekommen. Es war aber nicht einfach. Wächst das jetzt? Ist fast fertig, ne? Na also, hier gibt's was zu beißen. Ja, geh halt dahin. Oder magst du keinen Reis? Vielleicht? Aber wir bringen jetzt echt viel Reis daher, Freunde. Ihr müsst das auch beißen. Maschinenpersona befindet sich im Orbit und möchte einige Experimente am Planeten durchführen. In die Tat umsetzt wird eine Hitzewelle das Gebiet. No. Negativ Ghost Rider. Aber niemals. Da muss Uso eher. Ach so. Ach komm, vielleicht trauen sie sich noch nicht. Ich kann nichts dagegen tun gerade. Ich habe noch leider tatsächlich kein bisschen Heugras übrig. Kann ich das Heugras ernten? Nee, ne? Geht nicht. Vielleicht Gras oder Heugras anbauen im Gehege. Das wäre auch noch eine Idee. Eine Anbauzone. Und hier Heugras anbauen. Das ist eine gute Idee. Machen wir mal so. Maruko ist schon da, ne? Der kennt leider nichts. Domji, moin, grüß dich.
Thank you.